Hallo, hier ist wieder Christoph von taptech.de und wir haben heute für euch ein Spezial-Unboxing, und zwar das Unboxing des neuen Google Nexus 7 2013. Für mich persönlich ein Highlight-Gerät, ganz einfach wegen dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kostet nur $229 in den USA zumindest. In Deutschland weiß man den Preis natürlich noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass der 1:1 umgerechnet wird und dann 229 Euro kostet. Und dazu gibt es dann auch noch eine verdammt gute Ausstattung. Wir haben ein 7 Zoll Full HD Display, einen Qualcomm Snapdragon S4 Pro Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher, diesmal auch eine rückwärtige Kamera, dann Dual Speaker und auch noch ein dünneres und leichteres Gehäuse, was natürlich alles zusammen ein sehr gutes Tablet ergibt, zumindest technisch. Und wie auch schon The Verge, Engadget und so weiter gesagt haben, sollte das Gerät auch wirklich eines der besten Android Tablets sein. Ob das auch unserer Meinung entspricht, das werden wir euch dann im ausführlichen Testbericht zeigen. Aber vielleicht noch kurz vorab, wer sich das Gerät selbst importieren möchte, er findet auf taptech.de eine Anleitung, wie einfach das geht und was dabei für eine Kosten entstehen. Ist jetzt nicht wirklich viel teurer, als wenn man das Gerät direkt in Deutschland kauft, und Garantie sollte es dann ebenfalls geben. Und wir haben auch noch ein zweites Gerät, was wir mit dem machen. Ihr könnt es euch schon vorstellen, schaut einfach in Kürze auf taptech.de. Dort werden wir dann weitere Informationen bekannt geben. Aber fangen wir nun mit dem Unboxing an. Die neue Verpackung ist nun in blau gehalten anstatt grau, und hier sehen wir auch schon das neue Hintergrundbild, was ja bei Android 4.3 mit dabei ist. Aber wichtig sind natürlich die inneren Werte, und darum schauen wir auch gleich in die Verpackung hinein. Hier haben wir schon unser Schmuckstück, zu dem kommen wir leider erst später. Dann hier drin befindet sich noch der Ladeadapter, hier natürlich ein US-Ladeadapter. Dann haben wir hier ein paar Kurzanleitungen und die Garantiekarten, sowie hier noch ein Micro-USB-Kabel. Und das war's dann auch schon. Nichts Neues dabei, haben wir auch nicht erwartet. Und so können wir uns auch schon dem Nexus 7 widmen. Wir nehmen auch noch die Verpackung herunter. Und hier haben wir es. Erster Eindruck, sehr, sehr gut. Fühlt sich sehr hochwertig an, die Oberfläche hat nun keine Struktur mehr, ist aber aus einem gummierten Kunststoff und wirkt so sehr, sehr hochwertig und vor allem auch rutschfest im Vergleich zu anderen günstigeren Geräten, die hier am Markt sind. Und ja, beeindruckt. 290 Gramm ist es leicht, liegt auch durch den schmaleren Rahmen hier neben dem Display gut in der Hand, und es ist auch wirklich merkbar dünner geworden, und vor allem durch dass die Kanten abgeschrägt sind bzw. abgerundet sind, liegt es wirklich sehr gut in der Hand, und das auch in meinen relativ kleinen Händen. Gehen wir am besten mal kurz um das Tablet herum. Auf der Rückseite sehen wir schon den Nexus-Schriftzug im Querformat, dann hier oben die 5-Megapixel-Kamera und auch neu die 2 Fraunhofer-Lautsprecher. Das ist ein deutsches Unternehmen, auch sehr gut. Und dann hier auch noch der On-Off-Button bzw. der Lautstärkeregler. Ein Mikrofon, ein Audioanschluss und auf der Unterseite ein Micro-USB-MHL-Anschluss. Das heißt, wir können das Gerät endlich zum Fernseher anschließen über ein Micro-HDMI-Kabel und so auch Content direkt auf den Fernseher bringen, ohne jetzt irgendwas über ein Netzwerk zu streamen oder sonstiges. Auch ein Fortschritt im Vergleich zum alten Gerät, zum alten Nexus 7. Was hier aber direkt auffällt, ist der größere Rahmen auf der Ober- und auf der Unterseite. Ist natürlich eine Geschmackssache, sieht optisch vielleicht nicht ganz so gut aus, aber ich denke, für den Preis wird man das hinnehmen. Auf der Vorderseite das 7 Zoll Full HD Display mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln und dann noch eine 1,2 Megapixel Kamera sowie diverse Sensoren. Schalten wir am besten das Gerät gleich mal ein. Das müsste schon geladen sein. Ja, hier erscheint schon Google. Vielleicht zum Vergleich, das Asus PhonePad, das ja eigentlich gleich dem Nexus 7 ist, ist jetzt nicht wirklich viel größer bzw. kleiner in der Höhe. Aber wir sehen hier von der Breite her, da sind die Ränder dann schon doch um einiges geschrumpft. Und auch in der Dicke ist es relativ gleich wie das Nexus 7, ist es auch wesentlich dünner geworden. Und das merkt man aber auch, wenn man das Gerät in der Hand hält. Gehen wir einfach mal durch. Schauen wir kurz Android AP.
So, man muss hier übrigens ein Wireless-LAN-Netzwerk auswählen. IP-Adresse wird abgerufen, Verbindung wird hergestellt. Und dann hoffe ich, dass wir schnell weiterkommen, uns einfach die Performance anzusehen. Hier wird ein System-Update gerade heruntergeladen und das spielen wir mal kurz weiter. So, nachdem wir das System-Update heruntergeladen haben und installiert haben, mussten wir nochmal kurz das Gerät neu einrichten. Aber hier sind wir jetzt nun schon im Menü und wir sehen hier Android Jelly Bean. Gehen wir kurz in die Einstellungen, dass wir sehen Android 4.3. Die neueste Version von Google, die auch gleichzeitig mit dem Tablet vorgestellt wurde. Und die bringt einige Performance-Verbesserungen auch auf dem alten Nexus 7. Und hier möchten wir jetzt aber erstmal kurz einen Blick auf das Gerät werfen, beziehungsweise das Display und so weiter. Von der Helligkeit scheint es hier sehr, sehr gut zu sein. Möchten wir auch kurz mal den Hintergrund ändern auf den neuen Hintergrund, den wir haben, der hier aber anscheinend nicht vorinstalliert ist. Auch gut, es ist übrigens schon wieder ein weiteres System-Update, steht hier wieder zur Verfügung. Wir sehen auch schon Hangouts vorinstalliert und sonst läuft hier alles relativ flüssig. Hier haben wir bisher noch keinen Lag gesehen. Gehen wir kurz auf taptech.de, schauen, ob das auch so im Browser ist. Leider haben wir hier eine relativ schlechte Internetverbindung. Bisher macht das Display einen wirklich guten Eindruck, vor allem hier von der Auflösung her. Der Text wird klar wiedergegeben, auch oben in den Tabs. Hier ist der Text ja relativ klein, hier wird er klar wiedergegeben, also man erkennt wirklich keinen Pixel. Und hier sieht auch alles sehr gut aus. Leider lädt das Ganze aufgrund des schlechten Internets etwas langsam. Aber auf den ersten Blick wirklich ein gelungenes Gerät. Möchten wir auch noch kurz mal das neue Kameramenü anschauen, das wir jetzt hier haben. Durch ein langes Betätigen können wir hier zu den Optionen wechseln. Das ging ja früher in einem Kreis auf. Ja, das war's auch schon. Für den ersten Blick ein erstes Hands-on mit dem Google Nexus 7 2013. Wir werden dann in Kürze weitere Tests veröffentlichen, beziehungsweise schlussendlich auch einen ausführlichen Test und Vergleich mit dem iPad Mini und anderen Geräten. Das war's, ich bin Christoph von taptech.de, danke fürs Zusehen, vergesst nicht unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und auf taptech.de vorbeizuschauen.